Hallo, ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet von der Stiftung Warentest und ich bin angekommen im Kapitel Haut, Haare bei Krätze und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Der erste Wirkstoff war mit Einschränkung geeignet, Benzylperoxid, äußerlich. Der zweite Wirkstoff Crotamitex oder Crotamiton, das Medikament heißt Crotamitex, ist auch mit Einschränkung geeignet und wird äußerlich angewendet. Das sind rezeptfreie Medikamente. Neben den rezeptfreien Medikamenten gibt es noch den Wirkstoff Permethrin und der ist geeignet. Der wird auch im einführenden Text empfohlen. Crotamiton in Klammern äußerlich. Crotamiton lindert den Juckreiz und tötet Krätzemilben ab. Mit Einschränkung geeignet bei Krätze. Es gibt wirksamere Mittel, die allerdings verschreibungspflichtig sind. Die entzündete Haut wird durch das Mittel oft stark gereizt. Das heißt, das tut noch dazu weh. Der Wirkstoff wirkt nicht sehr zuverlässig. Er ist daher nur eingeschränkt empfehlenswert. Wichtig zu wissen: Vor der ersten Behandlung sollten Sie gründlich duschen. Nach etwa einer Stunde, wenn Haut und Haare vollständig getrocknet und wieder abgekühlt sind, tragen Sie das Mittel auf dem gesamten Körper auf, einschließlich Fußsohlen. Intimbereich und hinter den Ohren. Achten Sie darauf, dass das Mittel nicht mit den Augen oder mit Schleimhäuten in Klammern Mund-Nase in Berührung kommt. Wenn möglich, lassen Sie sich beim Einreiben helfen. Diese Person sollte sich mit Handschuhen und langer Kleidung vor einer Ansteckung schützen. Dies wiederholen Sie an den folgenden 3 bis 5 Tagen. Nicht auf offenen oder aufgekratzten Hautstellen anwenden. Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen nach einigen Tagen danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Der Teil Krätze endet mit dem Wirkstoff Permethrin. Danach kommt noch ein gelber Kasten. Achtung, Intimbereich.